Mal sehen, was passiert. Okay, hier haben wir zwei Symbole. Mit Viereck kann man drehen. Dann denke ich mal, das ist richtig. Und das muss... Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Okay. War noch gleich dieser Al-Basra-Typ. Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Sabai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager der Gangi Sabai. Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Der andere Kerl. Erst war er niemand. Dann wurde er ein mächtiger Schwert. Okay, das ist richtig. Das muss noch richtig gemacht werden. Okay, das scheint ein ja, leichtes Rätsel zu sein. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Okay. Auf dem Ring drehen sich ständig. Der Bin Malik sieht maurisch aus. Naja, ist er auch. Okay, die drehen sich. Das gleiche wie wir. Er sucht sich ähnlich. Wahrscheinlich so. Perfekt. Das hätten wir. Jetzt noch das. Du hast es. Ach. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Two. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal. Das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha. Schon seltsam. Piratenkapitäne.
Das ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Mal sehen. Eine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Puh, das geht ganz schön tief runter. Ja. Also, Nate, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt? Verglichen mit deinem anderen? Frag mich das am Ende nochmal. Es geht weiter und wir müssen hier entlang. Reiß dich bitte, bitte, bitte! Ist nicht gerissen. Schön. Das Boot ist da unten. Nach ihm, Captain. Hui! Erfrischend. Okay, die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Na dann, fahren wir nach links. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder ich brauche eine Zigarette. Vielleicht etwas von beidem. In der Hand hat er ein Fernrohr. Aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Denn das, Schatz. Okay. Dann schauen wir doch mal. Komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Okay. Und hepp. Okay, Kim. Was sehen wir hier? Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Verdammt. Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Und wir kriegen schon wieder Besuch. Okay, an diese Szene kann ich mich noch recht gut erinnern. Ah!
Kapitel 13, Schiffbruch. Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Sam, hörst du mich? Nein, Fluss aufwärts. Ja, und mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Cutscene werde ich jetzt auch mal den Part beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge von Uncharted 4. Macht's gut, bis dahin. Ciao.